bin angekommen im Kapitel Hauthaare bei aktinische Keratose und ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Aktinische Keratose, es wird gesagt, was das ist, dann heißt es, warum behandeln, wann behandeln, was bringen neue Medikamente, welche weiteren Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Dann gibt es die bewerteten Wirkstoffe und Medikamente. Das sind im Zweifel, das sind hier zwei aufgeführte, die werden dann aufgeführt. Und es gibt einen gelben Kasten äußerlich anzuwendende Arzneimittel. Und dann geht es schon weiter mit den bakteriellen Hautinfektionen. Also. Aktinische Keratose. Aktinische Keratosen sind lichtbedingte Veränderungen der Oberhaut und gelten seit einiger Zeit als Frühform vom Hautkrebs. Also eine Frühform von Hautkrebs, in Klammern weißer Hautkrebs. Dabei haben sich oberflächlich gelegene Hautzellen, in Klammern die sogenannten Keratozyten, Klammer zu, krankhaft verändert und vermehrt gebildet. Zunächst zeigen sich gerötete und verhärtete Hautstellen mit rauer Oberfläche, die trotz guter Pflege nicht abheilen. Im Laufe der Zeit verhornt die Stelle, oft verfärbt sie sich weißlich. Bleibt die Stelle unbehandelt, kann sie sich warzig, höckrig verändern. Betroffen sind vor allem Menschen, die sich häufig im Freien aufhalten und oft starker Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Warum behandeln? Manchmal bilden sich die Hautveränderungen spontan zurück. Die Störung kann sich aber auch in tiefere Hautschichten ausbreiten und eine Krebsgeschwulst bilden. Wann behandeln? Ob eine aktinische Keratose medikamentös behandelt werden sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Von dem Ort, an dem sie sich ausgebildet hat, von der Zeit, wie lange die Hautveränderung bereits besteht und von ihrer Größe und Ausdehnung, vom Alter des Betroffenen und gegebenenfalls von anderen zusätzlich vorhandenen Erkrankungen. Zur medikamentösen Behandlung gibt es Gele und Cremes. Sie sind vor allem in der Anfangsbehandlung geeignet oder wenn andere Verfahren nicht erwünscht sind. Was bringen neue Medikamente? Ein Gel mit dem Wirkstoff Igenolmebutat ist seit November 2012 zur Behandlung der flachen, nicht stark verhornten aktinischen Keratose in Deutschland zugelassen. Gegenüber einer Scheinbehandlung führt das Mittel zum Abheilen von veränderten Hautstellen. Ob diese Wirkung von Dauer ist, ist noch nicht ausreichend untersucht. Es gibt auch für die Wirksamkeit und Verträglichkeit mehrmaliger Anwendungen. Zudem ist noch nicht abschließend geklärt, inwieweit das Mittel im Vergleich zu vorhandenen Therapieoptionen Wirkvorteile oder auch Nachteile bei der Verträglichkeit bietet. Hier wird also von abgeraten. Welche weiteren Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Um zu verhindern, dass aus den Hautveränderungen ein Tumor wird, können die betroffenen Hautstellen aber auch operativ mit Laser oder unter Kälteeinwirkung, in Klammern Kryotherapie, entfernt werden. Vor allem, wenn es sich um isolierte Areale handelt. Die Kältetherapie ist sehr sicher und wirkt zuverlässig. Allerdings ist sie recht schmerzhaft. Die Haut kann sich verfärben, es können Narben zurückbleiben.
Darüber hinaus gibt es eine spezielle Therapie, bei der die kranken Hautstellen unter anderem mit Hilfe von Licht einer bestimmten Wellenlänge zerstört werden. In Klammern photodynamische Therapie. Diese Behandlung lässt die veränderten Hautstellen abheilen, bietet ein gutes kosmetisches Ergebnis, kann aber auch schmerzhaft sein. So, jetzt die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Hier sind zwei aufgeführt, Aldara mit dem Wirkstoff Imicomet ist geeignet und Solarace mit dem Wirkstoff Diclofenac ist auch geeignet. Mit den Wirkstoffen geht es gleich weiter. Tschüss. Es geht weiter mit Diclofenac in Klammern äußerlich.